Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Der Sinn des Lebens und die Wahrheit, die dahinter steht. Ganz wichtige Themen in dieser Zeit. In dieser Zeit, wo wir ja so sehr, ja, wo alles durcheinander ist, wo sich alles neu ordnen wird. Fast alle Botschaften haben diese Neuordnung und diese Neuorientierung. Es ist eine aufregende Zeit. Und wichtig sind ein paar Gedanken, die ich mit euch teilen soll, laut geistiger Welt, euch darauf aufmerksam machen soll, um was es eigentlich tatsächlich geht. Das fängt an mit der aktuellen Situation, in der wir gerade sind, wo alles im Umbruch ist. Und wo ja durch diese Umbruchsenergien die Möglichkeit für sehr viele Menschen sich auftut, über den Sinn des Lebens nachzudenken und für sich da eine neue Richtung zu finden, sprich die Spiritualität zu entdecken. Zu entdecken, dass wir mehr sind als Mensch, dass da noch viel mehr dahinter ist, als wir einfach nur hier zu sein, zu funktionieren. Also im Moment ist es ja so, man darf konsumieren und sonst soll man zu Hause bleiben. Ich übertreibe natürlich, aber es trifft schon irgendwie den Punkt. Man soll also ganz komische Richtlinien, die sich allhaare sträubend anhören, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Man kann das nicht mit dem Verstand beurteilen und dieses, was da geschieht, kann eine ganz große Trennung nochmal hervorrufen in jedem einzelnen Menschen. Also nicht nur die Trennung zwischen den Menschen, sondern auch hier innen drin diese Trennung. Und das ist es, über was ich mit euch sprechen soll. Ich hatte ja in anderen Videos nochmal über diese Trennung zwischen den Familien gesprochen. Das ist die erste Stufe und jetzt gehe ich nochmal tiefer hinein in die zweite Stufe, also die, wo die Trennung dann innerhalb der Menschen stattfindet. Also es heißt, man hat immer die Wahl, ob man sich jetzt Gott zuwendet oder eben nicht. Und das zu erkennen und dann auch zu tun, das ist der richtige Weg, sagt uns die geistige Welt. Aber das zu erkennen ist eben sehr, sehr schwierig und dafür muss noch viel mehr, ganz viel geschehen, dass die Menschen quasi aufwachen. Wir werden auch ein ganz wichtiges Channeling dazu bekommen, wo die geistige Welt uns nochmal Energien zur Verfügung stellt, die uns ja da sehr feinfühlig fühlen lassen, ob in uns schon so eine Trennung ist oder noch nicht. Weil das geht so, geht unbemerkt, geschieht es und man bekommt es gar nicht so richtig mit, wenn man das nicht weiß. Und deswegen ist es wirklich sehr wichtig, die Worte der geistigen Welt nachher zu hören. Und ich habe auch heute extra eine rote Bluse an, damit ihr merkt, es ist was ganz Wichtiges, dass wir das einfach verstehen. Achtung, aufpassen. Es geht um uns. Es geht um jeden Einzelnen von uns und um unser Weiterkommen, wie wir weiterkommen, wie wir uns mit den Energien arrangieren können und dann auf unserem Seelenweg auch bleiben oder den dann dadurch erkennen. Das ist das Wichtigste. Und es geht ja um den Verstand, und das Herz. Verstand und Herz sind zwei wundervolle Dinge. Allerdings ist der Verstand nicht immer dienlich, wenn es um Herzensangelegenheiten geht. Und die Herzensangelegenheiten sind durch die Seele, kommen durch die Seelenimpulse und die spürt man dann und kann sie auch gut ausführen, wenn man will. Wenn man in die Zweifel geht, wenn man alles überlegt mit dem Verstand, macht man Umwege. Dann kommt man nicht gut voran und bleibt eher stehen.
Das ist also etwas, was ich tatsächlich am Tag mehrmals meinen Klienten immer wieder erkläre. Der Verstand ist schön und gut, aber er bringt uns auf unserem Seelenweg nicht gut voran, weil er eben diese Herzensimpulse anzweifelt und uns dann immer wieder Umwege machen lässt. Das ist einfach, ich habe da ein Beispiel, und zwar aus meinem früheren Berufsleben, das ist schon ewig her, aber damals ging es darum, dass ich jemand einstellen wollte. Ich hatte also eine riesengroße Firma und wollte jemand einstellen, der da in der Produktion mithelfen sollte. Und diese Frau kam dann auch zum Vorstellungsgespräch. Und meine innere Stimme, die Herzensstimme, die hat zu mir gesagt, das geht nicht gut, das klappt nicht, nehmen Sie nicht. Der Verstand hat beurteilt, was gesprochen wurde, was sie erzählt hat, was sie für Zeugnisse hatte, das war alles perfekt. Ja, ich habe sie natürlich eingestellt, es war ja alles perfekt und der Verstand hat gesagt, was willst du denn? Alles gut. Es hat keine 3 Wochen gedauert, ist alles, jede Arbeit, die ihr übergeben wurde, war ganz schlecht, konnte man nicht verwenden, es war also große Katastrophe. Und dann mussten wir uns wieder trennen von dieser Frau. Das heißt also, die Herzensstimme hat mir in dem Moment genau gesagt, was ich tun soll. Und ich hab's nicht getan. Ich habe auf den Verstand gehört. Hab natürlich sofort die Quittung bekommen und hatte dann echt Riesenärger. Hat sich alles wieder, dann konnte ich regeln. Aber trotzdem, ich meine, das war so eine blöde Situation. Und das ist jetzt aus dem Berufsleben. Aber die Herzensstimme und der Verstand, das hat man ja bei jeder Entscheidung, die man trifft. Du entschließt dich vielleicht jetzt ein Webinar zu machen oder schaust diese Liste an, welche Webinare gibt es, was möchte ich gerne tun. Dein Herz sagt, oh, mach doch jetzt die Akasha-Chronik zum Beispiel, lerne doch mal diese Ausbildung. Und dann bist du auch Feuer und Flamme, sagst, ja klar, ich mache das. Paar Stunden später kommt der Verstand und sagt, sein Quatsch. Das brauchst du doch gar nicht. Was willst denn du damit? Das ist doch alles sowieso Humbug und das klappt doch sowieso nicht. Und dann machst du es nicht. Und dann hast du durch diese Entscheidung, zuerst war die Herzensentscheidung da, die Freude und die Kraft. Und dann kam der Verstand und habt ihr so hin und her überlegt. Und der Verstand ist immer derjenige, der einfach dann alles anzweifelt, was er nicht verstehen kann. Und Dinge aus der geistigen Welt kann halt schon mal der Verstand überhaupt nicht verstehen. Deswegen kann man all diese Dinge nicht beurteilen mit dem Verstand. Und dann machst du halt einen Umweg. Dann brauchst du vielleicht wieder 1-2 Jahre, bis der Impuls nochmal kommt. Also die Impulse kommen ja immer wieder, um dann eben erneut deine Entscheidung treffen zu können. Und dann wirst du sehen, werden wir sehen, wie man sich da entscheidet, je nachdem, wie weit man dann in seiner Entwicklung ist, wird man also tatsächlich Ja oder Nein sagen. Das sind so 2 Beispiele und an denen könnt ihr für euch überlegen, wo stehe ich da, inwieweit komme ich in meinem Leben voran oder nicht voran, inwieweit tue ich meine Herzensdinge, meine Herzensangelegenheiten oder inwieweit bin ich einfach da noch zu sehr am Kopf und es kommt einfach da, es kommt nicht durch. Ja, und ich bin gespannt auf das Channeling, denn im Channeling werden wir noch bessere Erklärungen bekommen und auch die Energie dazu, so dass wir richtig gut fühlen können. Und die geistige Welt sagt auch, es ist wichtig, immer die aktuellen Botschaften zu hören und zu wissen, dass man im Fluss der Zeit ist. Und jetzt gerade das, was heute kommt, ist ganz wichtig auch für den Fluss der Zeit, weil wir ja so gebeutelt werden.
Und wenn du interessiert bist an diesen Botschaften, an allem, was wichtig ist, dann solltest du meinen Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, damit du immer von YouTube informiert wirst, wenn also ein Video von mir kommt und in Zukunft nichts mehr verpasst. Und ich bedanke mich auch bei allen, die mich schon lange abonniert haben und das sofort erkannt haben. Es ist einfach grandios, weil die Botschaften der geistigen Welt uns ja führen. Ja, uns führen, erklären, leiten, heilen. All das steht uns zur Verfügung und das können wir nutzen. Ja, und jetzt geht's auch gleich los. Ich spüre schon, wie die Energie kommt. Ich habe mir hier ein Glas Wasser hergestellt. Ich muss erst noch mal schnell was trinken. Ja. Die Energie wird ziemlich stark. Ich spüre es intensiv. Und ich rufe die Energie von Melik Metatron und ich verbeuge mich jetzt schon voller Demut und Dankbarkeit, dass ich die Botschaft von Melik Metatron überbringen darf. Ich rufe die Energie des Schutzes für uns alle, damit wir in diesem geschützten Rahmen die Energien und Botschaften empfangen dürfen. Mit der Kraft der Liebe, mit der Kraft der Allmacht, betrete ich diesen Raum, die Energie von Melik Metatron schwingt zu dir, berührt deinen Körper und dein Licht. Allerliebstes Menschenkind, du bist auf der Erde, gerade jetzt in diesem Moment, weil du es dir so gewünscht hast. Und du trägst die Aufgabe, die du dir selbst ausgesucht hast, dabei zu helfen, dass die Erde aufsteigen kann. Aus diesem Grunde spreche ich heute zu dir. Denn es ist sehr wichtig, dass du erkennst, dass dein Verstand nicht dein Freund ist, sondern eher dein Feind. Dein Verstand bringt dich dazu, dich von der Liebe zu trennen, denn alles, was dein Herz ausspricht, was deine Seele über die Impulse durch dein Herz sendet, was du fühlst, das ist die Liebe, das ist der Weg des Lichtes. Aber sobald du beginnst mit dem Bestand, mit dem Verstand diese Impulse zu bewerten, kommst du in die Energie, welche dich trennt. Und so ist es gefährlich, Dinge des Herzens, Gefühle der Liebe zu bewerten. Eine Liebe, eine vollkommene Liebe ist immer gut. Sie ist immer positiv, daran gibt es nichts Negatives. Und ein Herzensimpuls, welcher durch deine Seele zu dir kommt, trägt die Liebe. Und diese Liebe ist der Weg des Lichtes. Diese Liebe ist es, welche alles zusammenhält, welche die Menschen unterstützt und die Erde unterstützt. Diese Liebe ist es, die dich auf deinem Weg führt, die alle Menschen in die Energien
des Aufstieges führt und begleitet, sobald du aber dich auf deinen Verstand konzentrierst und zulässt, dass er Bewertungen abgibt oder Zweifel in dir wach werden. In dem Moment kommst du vom Weg ab. In dem Moment gehst du den Weg in die falsche Richtung. Denn dann haben die anderen Mächte, die andere Seite, Kraft und Macht über dich. Für uns ist es wichtig, dass du dies weißt und dass du dich ganz auf dein Herz konzentrierst, dass du deine eigene Göttlichkeit erkennst, denn dies ist dein Weg. Du bist ein göttlicher Mensch, du trägst die Liebe aus den Feldern der göttlichen Gedankenwelt in dir und diese Liebe möchte leuchten, sie möchte leuchten und dich führen. Sie möchte dich auf deinem Gang auf der Erde begleiten und leiten. Dies ist nur möglich, wenn du deinem Verstand sagst, er möge still sein. Für die Dinge des Herzens brauchst du keinen Verstand. Und in dem Moment bist du verbunden mit Gott, mit der Göttlichkeit, mit der höchsten, allerhöchsten Liebe. Und in dem Moment kann keine Trennung stattfinden. Das Wichtigste ist, dass du spürst, dass du immer verbunden bist und deine Zugehörigkeit zu Gottes Liebe in dir fühlst. Damit es dir leichter fällt, werde ich nun Gottes Liebe zu dir senden. Spüre, wie die Liebe nun zu dir strömt. Halte deine Hände mit den Handflächen nach oben und empfange die göttliche Liebe aus der höchsten Dimension von allem, was ist. Diese Liebe fließt nun zu dir. Sie berührt dein Herz. Sie bringt deine Seele in eine ganz hohe Schwingung und du erkennst, wie gut dir dies nun tut. Du spürst, wie die Kraft deiner Seele zunimmt und sich ausdehnt. Möge diese Energie dich führen und leiten, möge diese Energie dir zeigen, wo dein Weg dich hinführt, wo die Liebe ist, möge diese Energie dir zeigen, dass du niemals alleine bist. So fließt diese Energie immer noch zu dir. Sie wird dich begleiten und sie wird die Stimme deines Herzens verstärken. Erkenne, geliebter Mensch, dass du einzigartig bist. Erkenne die Wahrheit, die große Wahrheit, dass alles zusammen verbunden ist, dass nichts getrennt ist, und gehe diesen Weg. Erkenne und gehe diesen Weg. Wir, die Engel, wir sind immer bei dir. Und so breitet sich die Energie sehr stark in dir aus, sehr intensiv. Spüre deine Seele, spüre die Liebe Gottes in dir. Du bist ein göttlicher Mensch, verbunden für immer.
Spüre, dass du immer mit uns verbunden bist. Spüre unsere Liebe und spüre deine Göttlichkeit. Denn so ist dein Weg gesegnet und deine Seele darf hochschwingen in den Dimensionen der Liebe, verbunden mit der göttlichen Liebe. So sei es, so ist es. Melek Metatron zieht sich wieder zurück, doch die Energie der Liebe, sie bleibt bei dir. Sie wird dich stets daran erinnern, wer du in Wirklichkeit bist und dass die Liebe dein Weg ist. Ich, Nirjana, bedanke mich bei Melek Metatron für diese wundervolle Botschaft. Und ich bedanke mich bei euch allen dafür, dass ihr heute hier wart und dass all diese Worte gesagt werden durften. Ich bin so erfüllt von Liebe. Ich schließe jetzt meinen Kanal. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Und meine Lieben, das Wichtigste dieser Botschaft, das Wichtigste ist, zu erkennen, dass der Verstand uns vom Weg abbringt, dass der Verstand letztendlich ein Feind ist. Wenn man zu sehr auf diesen Verstand hört, kommt die Trennung. Das wollte die geistige Welt sagen und das ist unheimlich wichtig, zu wissen, dass sobald du mit dem Verstand etwas bewertest, raus aus der Liebe gehst. Und dass du sobald mit dem Verstand zweifelst, dass du dann auf die andere Seite gehst, auf die Gegenseite. Und genau das wollen wir nicht. Und dass wenn du erkennst, dass die große Liebe in dir wohnt, diese Gottesliebe, dass du göttlich bist, dass dir dann nichts geschehen kann, egal was jetzt draußen los ist. Wichtig ist, dass du tatsächlich den Weg der Liebe gehst und deine Göttlichkeit, die Verbundenheit zu Gott in deinem Herzen trägst. Und dies geht nur über die Liebe. Das ist die Botschaft, die so wichtig war heute für euch. Und ich danke euch, dass ihr da seid. Ich danke, dass ich die überbringen durfte. Und ja, ich umarme euch und gebe euch auch gerne ein Küsschen. Ich habe euch so, so, so lieb. Und ich wünsche mir starke Lichtarbeiter. Ich wünsche mir ganz viele starke. Alles, ihr sollt alle ganz stark sein. Und ihr sollt selbst wissen, dass die Göttlichkeit in euch ist, dass das euer Weg ist. Das sollt ihr fühlen und wissen. Denn dann kann uns nichts mehr geschehen. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann.